Alex hat mir verschiedene Markenprodukte und deren Discounter-Fake-Artikel vor die Nase gestellt und ich musste mit verbundenen Augen erraten, was das Originale ist. Also fangen wir direkt mit der Coca-Cola an. So, die ersten Produkte. Dann geht's um Cola und du sollst herausfinden, welches Produkt die Coca-Cola ist. Glaubst du, du kannst das erhören? Ich weiß es nicht. Uiuiui. Ah, man kann schon erhören. Das war definitiv eine Dose gerade. Das waren aber alles drei Dosen, das kann ich dir schon sagen. Das waren alles drei Dosen? Ja. Nee, ich dachte, die ersten beiden wären Flaschen gewesen. Willst du mit links, Mitte oder rechts anfangen? Ich fange mit links an, dann Mitte, dann rechts. Wir haben übrigens heute eine andere Augenmaske dafür extra. Die ist komplett, das ist irre. Ich kann in keine Richtung kann ich irgendwie gucken. Und das ist echte Coca-Cola. Also es geht darum, die echte Coca-Cola Zero zu finden. Richtig, Coca-Cola Zero. Und was sind die anderen beiden Produkte, wenn ich fragen darf? Wir haben einmal die Pepsi Zero hier stehen. Mhm. Und noch die, wie heißt sie? Ich wollte schon Rivella sagen, aber... River Cola. Ich sage, die in der Mitte ist Coca-Cola, links ist Pepsi, rechts ist die Eigenmarke. Kannst du auflösen? Ja, darf ich abnehmen? Das ist gerade die Pepsi mit der Coca-Cola vertauscht. Das hier ist die normale Coca-Cola Zero. Das wäre das originale Produkt gewesen. Das hättest du erwarten müssen. Das schmeckt mit Abstand am schlechtesten. Wirklich? Krass. Ich finde, das schmeckt schlechter als diese beiden. Ich fand das hier, diese das hätte ich gesagt, ist die Coca-Cola. Oh mein Gott, aber es sieht auch alles gleich aus, ne? Ja. Auch alle gleich temperiert, waren alle im Kühlschrank. Temperiert, Cousin? Ja, krass. Extra, ne? Man der Unterschied schmeckt. Temperiert. Wenn ihr euch eine Coca-Cola Zero kaufen wollt, greift zu Pepsi. Das ist nicht bezahlt. Die schmeckt wirklich besser. Boah, geil. Hä? Was ist das? Vielleicht sage ich dir einfach mal gar nicht, was das ist. Du müsstest schon was riechen. Also ich rieche das schon richtig krass. Ist es Nutella? Mhm. Boah, Nutella? Boah, das könnte ich allein erriechen. Ich habe eine Zeit lang immer an diesem Nutella gerochen. Das ist der beste Geruch der Welt. Er riecht schon Nutella? Also ich habe drei Nuss-Nougat-Cremen. Korrekt. Vor mir. Eins davon ist Nutella. Eins davon ist Nutella. Die anderen beiden sind Nachmach- bzw. Fake-Produkte, die ein bisschen günstiger sind dann wahrscheinlich. Einfach nicht das Markenprodukt. Ja, eins ist ein bisschen günstiger, eins vielleicht auch ein bisschen teurer. Darf ich riechen? Ja. Okay, gib mir mal das in der Mitte. Okay, und jetzt ganz rechts. Okay. Ich sage schon mal, ganz links ist definitiv nicht Nutella. Das sagst du, ist kein Nutella? Das ist definitiv kein Nutella. Das hier am ehesten, sonst das. Jetzt würde ich gerne probieren. Gib mir nur ein ganz bisschen, wirklich minimal. Soll ich dir das nächste in die andere Hand geben? Ja, gib mir das andere jetzt. Ich hab's. Ja? Ich bleib bei meinem Riechen von Beginn. Das ist Nutella. Es ist richtig, ne? Das ist richtig. Nutella hat einen unverkennlichen Geruch. Das ist der komplette Käse. Das nächste Produkt, ich sag dir jetzt extra nicht, worum es geht. Boah, stinkt auf jeden Fall. Gib dir in beide Hände. Beide? Erstmal hier, links. Hm? Das ist ein Löffel. Rechts. Das ist ein... Nein, ist das Senf. Alex. Was denn? Ich hasse Senf. Perfekt. Errate bitte, welches davon das Markenprodukt ist. Was ist denn eine Senfmarke? Naja, eins davon ist ein günstiges, eins davon ist ein teures Produkt. Also ich muss das Markenprodukt erkennen. Oder errate, was davon teurer ist. Ja, das Markenprodukt. Wie heißt das Markenprodukt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Wow! Ich finde, da kann man mal den ganzen Löffel rein. Oh! 100... Boah! Oi! Es ist 1 Million% rechts. Der schmeckt so viel weniger scheiße. Der schmeckt so viel besser als der. Ja, das, obwohl du keinen Senf Löwensenf, hast. Stimmt. Luca muss erraten, welches von diesen Produkten hier nicht vegan ist. Ich gebe dir jetzt ein Röllchen in die Hand, wie früher beim Metzger, an der Theke. Okay. Und du musst sagen, welches von den Produkten... Wie viele Röllchen kriege ich denn? Drei. Du musst sagen, was hier raus aus echtem Tier ist. Alter! Bah! Das ist so eklig gerade. Du musst es probieren. Ach, soll ich schon? Ja, du sollst es probieren. Boah, ich find's generell so eklig irgendwie.
Oh, nee. Oh, das ist eine ganz doofe Challenge. Mhm. Okay. Ich glaube, ich habe schon was. Nächstes Produkt. Das ist definitiv vegan. Mit 100%iger Sicherheit. Das zweite, also das mittlere Produkt, war das Fleischprodukt. Was? Das zweite war die Mortadella. Die ja, genau, das kannst du wieder drauflegen. Das war das, hast du richtig erkannt, das ist vegan. Hast du richtig erkannt, aber das allererste war die Fleischwurst. Das genau. Schmeckte am allerschlimmsten. Ich habe so lange keine normale Fleischwurst mehr gegessen, dass ich denke, dass das hier das Ursprungsprodukt ist. Und das ist, glaube ich, ein geiler Weg. Also das zeigt ja eigentlich, wie gut dieses Produkt funktioniert hat. Wir bekommen hierfür kein Geld. Aber dass ich denke, dass das hier so das Originale ist, das ist schon krass. Also dieser vegane Mortadella-Schinkenspicker, das ist crazy. Ich glaube, beim nächsten Produkt, das könnte echt hart werden. Ach, hart? Hart werden, das zu erraten. Ich dachte, das ist jetzt eine Kiwi oder irgendwie so, wo so Haare dran sind. Nee. Oder ein Kaninchen. Ich gebe dir das mal direkt in den Mund. Nein, was ist es denn? Das verhältst du schon. Ich muss sagen, ich mag beide. Gustav, du hast den korruptesten Geschmack der Welt. Das machst du noch schlimmer gerade. Das riechen erst. Oh, süß-saure Soße. Ja. Alex, bitte nicht viel. Ist ein Teelöffel viel? Also es geht darum, was ist die original McDonald's süß-saure Soße? Mhm. Die definitiv nicht. Ich habe als Kind so oft süß-saure Soße von McDonald's geholt, mit meinen Eltern zusammen, weil meine Schwester und ich voll gerne Kroketten einfach nur mit süß-saurer Soße zum Abendessen gegessen haben. Ich gebe dir jetzt mal die andere einfach in die andere Hand. Aha. Wir haben nur zwei verschiedene. Ja. Es ist hundertprozentig die erste. Hä? Hast du nicht gerade die erste schon ausgeschlossen gehabt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Es ist die erste, ne? Ja. Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Ja, Bro, pack doch gleich ein ganzes Schwimmbad drauf, oder? Als ich die erst genommen habe, dachte ich mir, boah. Das ist ein 20 süß-saure Soße. Ja, logisch, wenn du es kennst und hier siehst und so, alles easy. Aber die schmeckt schon anders. Die haben die locker auch extra damals zu grün gemacht. Grün hat ja nichts zu tun mit süß-saurer Soße. Einfach nur, weil die McDonald's-Soße auch damals ein grünes Ding oben drauf hatte. Das war vor 15 Jahren, wo meine Schwester und ich damit angefangen haben, dass wir uns immer diese kleinen Paketchen geholt haben. Und dann sind wir wirklich mit meinen Eltern durch McDrive gefahren und haben gesagt, 20 süß-saure Soßen bitte. Nur die Päckchen? Nur die Päckchen. Dann haben wir damit zu Hause unsere eigenen Kroketten gegessen, so Monster-Kroketten und so. Ja. Man munkelt, dass diese Firma der Hersteller von der Soße ist. Wer gefragt hat. Zwei Markenprodukte, Wasser und einmal Leitungswasser. Und du sollst erraten, welches davon das Leitungswasser ist. Mhm. Okay. Ich schmecke noch süß-saure Soße. Ja, perfekt. Vielleicht war die in den Strohhalmen drin. Alles drei naturell. Mhm. Oh, das ist Leitungswasser. Ganz rechts ist Leitungswasser, sage ich. Die anderen beiden sind Markenprodukte. Oh mein Gott! Krass, hätte ich nicht gedacht. Man schmeckte wirklich einen krassen Unterschied. Aber das Geroldsteiner schmeckt man auch, oder? Das, finde ich, hat man jetzt nicht so krass geschmeckt. Also, das hier hat schon am leckersten geschmeckt. Ich würde sagen, das Geroldsteiner. Geroldsteiner ist halt das sinnvoll beste Wasser. Die tun mir auch voll leid, weil die werden die tun mir auch leid. Die werden auf TikTok immer so gehatet. Geroldsteiner hat halt einfach die besten Werte und deswegen hat es halt einfach diesen leicht metallischen Geschmack. Deswegen, man muss Geroldsteiner ein bisschen in Schutz nehmen. Ein Herz für Geroldsteiner. So, wir haben ein Markenprodukt und ein Imitat. Ich gebe dir Löffel und dann kannst du anfangen. Ich gebe es dir in die Hand. Also ich muss wieder Markenprodukt erkennen. Genau. Ui, das ist Pudding. Es ist Vanille-Grieß-Pudding. Mhm. Okay. Ui. Es schmeckt schon sehr unterschiedlich. Also schmeckt beides nach Vanille, aber von der Konsistenz ist das rechte sehr bröckelig. Ich würde so sagen, dass das links das Markenprodukt ist, weil es irgendwie weicher ist. Also das in deiner linken Seite? Mhm. Die Sache ist allerdings, ich weiß nicht, sind es zwei verschiedene Produkte? Also ist es beides Grießpudding oder ist es Grießpudding und normaler Pudding? Keins davon ist Grießpudding. Beides normaler Vanillepudding. Das eine ist Vanillepudding, das andere ist Vanillemousse-Pudding. Aber es sind beides High-Protein-Produkte. Ich sag links ist das Markenprodukt. Willst du aufmachen? Ich mach auf. Ist es, ne? Sehr gut, ja. Guck mal, das sieht man auch schon allein, wenn du hier reinfilmst. Ja, ich habe auch zu spät gesehen, dass das so eine Mousse ist. Dann ist es ja doch ein unterschiedliches Produkt. Und nochmal an alle Kommentarschreiber, bevor ihr wieder kritisiert wird, wir snacken hier von alles noch. Jetzt haben wir den Test der Orangensäfte. Es gibt einen frisch gepressten Saft und es gibt drei verschiedene Saftsorten. Oh. Du sollst den frischen Saft erraten. Das heißt aber, die Saftsorten, die es so im Supermarkt zu kaufen gibt, sind Fruchtfleischsäfte. Weil frisch gepresster O-Saft ist ja auch Fruchtfleisch drin, oder?
Das ist kein frisch gepresster O-Saft. Ich würde sagen, das ist hohes C. Auch keinen frisch gepressten O-Saft. Da habe ich keine Ahnung, das ist, glaube ich, eine Billigmarke dann in dem Sinne. Oder so eine Nachmachmarke oder so. Und das ist glasklar. Wenn das nicht der frisch gepresste O-Saft ist, dann lösche ich jetzt meinen YouTube-Kanal. Wir haben noch einen. Was? Zitter nicht, ich lösche schon mal den Kanal. Ist er nicht. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist der frisch gepresste. Der hier. Aber es ist krass, du hast bei Innocent gesagt, das ist der günstige. Ich hätte gesagt, das hier ist hohes C. Ich hätte es so angeordnet. So, so, so. Hätte ich so gesagt. Aber der hier bleibt gleich. Das merkt man auch. Das sieht man auch total, dass der einfach auch schon eine ganz andere Farbe hat. Es geht nichts über frisch gepressten O-Saft. Aber wie war es? Es war schlussendlich so, ne? Mhm. Oh, das ist krass. Aber das hier ist, glaube ich, auch so ein frisches Produkt hier. Premium Direktsaft, das stand nämlich in der Kühltheke bei Aldi. Weil der schmeckte schon ganz okay. Aber das hier ist eine ganz andere Liga frisch gepresster. Weiter geht's mit den nächsten Produkten. Jetzt geht's darum, die Kuhmilch herauszufinden. Ich fülle dir wie immer was ins Glas und reiche dir dann das Glas an. Ich fang wieder ganz links an, wie wir das bisher die ganze Zeit gemacht haben. Das ist definitiv keine Kuhmilch. Interessanter wäre es gewesen. Alex, was willst du mir sagen? Ich brauche das Glas. Welches Glas? Ja, das nächste. Ich frage jetzt, was ich sagen wollte. Ah ja, perfekt. Ich trinke ja seit 15 Jahren oder so keine Milch mehr. Deswegen kann ich klipp und klar sagen, dass das hier schon mal die Kuhmilch ist. Interessanter wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, sag jetzt ganz genau, was Reismilch ist, was Hafermilch ist. Oh. Also die beiden sind definitiv keine Kuhmilch. Das ist irgendwie Hafer oder Reis oder Soja oder so. Das hier ist meiner Ansicht nach, also diese hier, die Kuhmilch. Aber diese hier kommt sehr nah ran. Hm? Hä? Wo ist der? Naja, ich meine, die Aufgabe ist, die Kuhmilch zu erkennen. Das ist die hier. Ja, krass. Sehr ist gut. Es, ne? Ja. Das hier? Dagi. Dagi? Barista. Das Oatly. Hier? Oatly. Und diese hier war sehr nah dran. Alpro Not Milk. Was ist das hier stattdessen? Auch Hafer, das ist alles Hafermilch. Die hier kommt am ehesten ran. Das sieht man auch schon wieder von der Farbe, finde ich. Wenn ihr mal vergleicht, das hier ist die Kuhmilch. Die hier ist am hellsten. Das sieht man auch. Aber die Kuhmilch schmeckt, muss ich sagen, schmeckt schon am besten. Wenn ich sie, ich habe halt länger keine Kuhmilch mehr so getrunken. Aber für mich macht Hafer keinen großen Unterschied und ich trinke halt trotzdem dann eher Hafer. So, Luca, du hast vor dir Eistee stehen, jeweils in der Sorte Zitrone, damit es auch fair bleibt. Nur Zitrone, überall. Nur Zitrone, überall. Nur Zitrone, überall. Danke für die Antwort. Und welches ist das Markenprodukt? Das hier ist definitiv das Markenprodukt. Aber ich probiere. Ich meins. Gib mir doch jetzt mal die Hand. Ach so. Danke. Das Markenprodukt, das habe ich nicht gecheckt. Der erste Geschmack war schon sehr intensiv. Etwas weniger intensiv. Drittes Produkt. Ui! Sehr intensiv. Ein sehr anderer Geschmack auch. Das war's, es gibt nur drei. Hast gespart mit dem Budget. Ist ja nicht mein Budget, ne? Neue Taktik. Alle zusammenführen. Wir können auch einen Twist machen. Ich sag dir, eins davon ist ein Influencer-Produkt. Eins ist ein Markenprodukt und eins ist ein Influencer-Produkt, ganz klar das Rechte. Die Influencer-Ballern, da nehme ich immer so viel Zucker rein, wie es geht, damit sich jeder denkt, boah, schmeckt das geil. Von wem könnte das sein? Ich schätze mal, das ist dann entweder Capital Bra oder Shirin David. Liege ich damit richtig mit einem der beiden Namen? Ja. Okay, unfassbar. Und was meinst du jetzt mit Markenprodukt? Weil das ist ja dann auch ein Markenprodukt eigentlich. Ja, und eins ist ein klassisches Markenprodukt. Und das andere ist eher so ein No-Name. No-Name-Ding davon. Discounter-Produkt, nennen wir es mal so. Ich glaube, das klingt positiv. Ich sage, dass das hier das Markenprodukt ist. Das hier ist ein Discounter-Produkt. Und das hier ist Shirin David oder Brattee, weil es einfach viel zu süß und außerhalb der Welt schmeckt. Es ist komplett richtig. Nein, ist es nicht. Nee. Ich dachte erst, das hier wäre Fusti. Das ist Fusti! Mhm. Was ist ein Flirty? Und das ist Brattee. Mhm. Der ist so süß. Das sieht man auch, finde ich, voll. Wenn du dir das einfach anguckst im Glas. Wie klar diese beiden Sorten sind. Und das hier ist einfach so voll trüb. Wir haben zwei Produkte und du musst das Original erraten. Das heißt, wir haben hier einmal das Original und eine 1:1 Kopie davon. Habt ihr das früher gemixt oder habt ihr das nacheinander gegessen? Ja, safe gemixt. Safe gemixt, ne? Wie gemixt? Was für gemixt? Was soll denn das sein?
Was ist das? Scheiße? Hä? Nimm's doch jetzt in den Mund, bitte. Links tropft gleich. Mach mal ganz rein. Ja, wir tropfen. Ah. Was ist das? Hä, als ob du das nicht kennst. Das war meine Kindheit. Ich löse mal auf. Das eine Produkt ist Monte. Original Monte. Oh mein Gott. Stimmt. Und welches davon ist das Original? Ja, aber dann sag das doch vorher. Ja, aber das kann man doch auch schmecken. Wie soll ich ein Montana Black Ash schmecken? Beste. Ganz. Ganz klar. Soll ich es dir sagen? Ist so klar, sag mal. Sot Monte, Fake-Produkt. Ja, okay, krass. Ich bin ein krankes Markenopfer, glaube ich. Ja, stimmt. Das waren Süßigkeiten bzw. generell Produkte, die ich voneinander unterscheiden musste. Fake versus Original. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt Bock auf einen zweiten Teil, könnt ihr das ja auch mal mit McDonald's vs. Burger King machen. Das habe ich auch mal gemacht. Ist ja auch eigentlich ganz geil. So, wenn ich das nochmal mit McDonald's vs. Burger King machen soll, schreibt es unten in die Kommentare. Alex, was sind die letzten drei Worte? Tschüss, vielen Dank.